zweiten Der Titelverteidiger greift ein ins Geschehen. Die Leipziger letztes Jahr zum ersten Mal dabei und sofort im Turniersieg. 6:1 gab es ganz, ganz deutlichen Erfolg im Endspiel gegen den VfL Wolfsburg, gegen ja, eine historische Frühweg-Cup-Mannschaft, ja, der VfB Stuttgart. Immer ein tolles Team und hier mit der frühen Führung. Lauri Kurda legt sofort los. Zum 1:0 für die Stuttgarter, die zum 15. Mal dabei sind. Also es trifft hier schon ein Turnier-Dino gegen einen ja immer noch Frischling, denn die Leipziger, wie gesagt, mit ihrer zweiten Teilnahme. Stuttgarter, die zweiterfolgreichste Mannschaft beim Freeway Cup. Denn viermal erreichte man hier schon das Endspiel. Und dreimal war man dann auch letztendlich erfolgreich. 2003, 2011 und 2013 der letzte Turniersieg. Es wird also mal wieder Zeit aus Schwabensicht für einen Erfolg über Freeway Cup. Jetzt die Möglichkeit zum Ausgleich und die wird sofort genutzt. Oliver Vias, und da bin ich schon beim nächsten Spieler, den ich Ihnen vorstellen kann. Ja, der Junge ist Nationalspieler für unsere U16 beim DFB. Und ja, auch ein erfolgreicher Torschütze im Ligabetrieb. Oliver Vias mit 6 Treffern. Ist damit 6. in der Torschützenliste der Regionalliga, wo die Leipziger Platz 4 belegen. Also Oliver Vias sicherlich einer der Spieler, wo wir ganz genau hingucken werden. Wenn wir dabei schon sind, empfehle ich ihn als den nächsten Spieler. Das ist Jakob Runa, auch eher Nationalspieler für die U16 der Leipziger. Jakob Runa mit der Nummer 12 heute für Leipzig am Start. In diesem Block hier nicht dabei. Hier haben wir Oliver Bias mit der 13, den Kapitän. Auch die Stuttgarter waren stark vertreten bei dieser Nominierung. Die U16 ja traditionell in der Woche vorm Freeway Cup in La Manga, Trainingslager. Allerdings die Stuttgarter dieses Jahr ohne einen ihrer Nationalspieler angereist, was nichts heißen muss, denn ganz, ganz viele U16-Nationalspieler spielen schon in der U17 und sind gar nicht mehr in der U16 aktiv. Von daher heißt das nicht, dass Stuttgart hier in der Gurkentruppe angereist ist, ganz im Gegenteil. Hat einfach strukturelle Gründe. Trotzdem können wir ihm beim VfB einen Spieler ans Herz legen, das ist Leon Bayaku. Denn er ist an 5. mit 6 Treffern in der Torschützenliste in der Oberliga. Die Stuttgarter da Tabellenführer, spielt eine tolle Saison bisher. Zehn Siege, ein Unentschieden, eine Niederlage. Haben 8 Punkte Vorsprung auf Platz 2. Haben nur 6 Gegentreffer kassiert, sind mit Abstand die beste Defensive. Alle Stuttgarter auf dem Feld. Bisher mit einer tollen Saison. Die Leipziger in der Regionalliga amtierender Meister, wurden im letzten Jahr Tabellenerster, durften nicht aufsteigen. Die nächste Stufe wäre die Junior-Bundesliga. Dort ist aber die U17 schon aktiv und das ist in Stuttgart nicht erlaubt, dass zwei Vereine in einer Liga spielen und deswegen ist die Regionalliga in dem Fall das höchste der Gefühle für die U16. Dies gilt für ganz, ganz viele Teams so, denn die meisten U16-Teams spielen da regelmäßig um Platz 1 mit. Die Wolfsburger beispielsweise, die Bremer sind ganz nah dran an Wolfsburg. Das zeigt schon das höchste Niveau dieser Mannschaft. Das ist wieder Oliver Bias, der gerade behauptet. Ja.
Natürlich wollen wir auch zwischendurch so ein bisschen drauf gucken, wer war denn für die Teilung der Mannschaften schon hier vor Ort. Und Stuttgart, die haben da ein Riesenbrett an Spielern. Das ist jetzt so eine Auswahl, die ich nenne. Aber Andreas Beck war hier für Stuttgart. Mittlerweile Beşiktaş Istanbul. Serge Gnabry war hier mit Stuttgart. Mittlerweile ist er Werder Bremen. Der Liverpooler Keeper Loris Karius war hier. Bernd Leno, Alexander Merkel, Serdar Tasci, Timo Werner, mittlerweile ja in Leipzig aktiv. Sven Ulreich, der Torwart der Bayern. Joshua Kimmich war hier. Also die Stuttgarter hier wirklich mit einer ganzen Reihe an ganz, ganz prominenten Spielern. Zeigt die herausragende Qualität, die die Stuttgarter immer noch haben im Jugendbereich. Es scheiterte in den letzten Jahren so ein bisschen an der Durchlässigkeit und vor allen Dingen auch die Jungs im Verein zu halten. Man ist ja gerade wieder auf einem guten Weg zu verbessern. Dringend nötig natürlich auch als Zweitligist. Aber mit Hannes Wolf hat man da auch einen tollen Trainer in der ersten Mannschaft verpflichtet, der genau darauf Wert legt, während die Leipziger hier die nächste große Chance zur Führung haben. Also Hannes Wolf selber U19-Trainer bei Borussia Dortmund und deswegen weiß er natürlich, wie wichtig das ist und wie es abgeht, während die Stuttgarter hier in Führung gehen. Und das war Leon Nayaku. Und genau den erwähnte ich eben schon. Stuttgart könnte hier mit einem Erfolg beim Frühweg gleichziehen mit dem Rekordsieger des Cups, und das ist Hertha BSC Berlin. Und das war ein wunderschöner Treffer. Abpraller von der Bande, direkt genommen und ganz gefühlvoll platziert ins lange Eck. Das müsste. Ja. Das war Laurin Kurda, genau. War nicht ganz sicher. Und das war, genau, anspielverdächtig. Nicht nur verdächtig, es war ein Anspiel. Weil der Ball nämlich außerhalb des 16ers. Oder den Strafraum suchen, würde ich sagen. Berührt wurde Freistoß. Mit Gewalt übers Tor. Schiedsrichter dieser Partie übrigens Dominik Petschki, FC Preußen Essbekamp. Ist ja ganz souverän und gute Vorstellung von ihm. Die Leipziger hier wieder Druck gemacht. Das ist natürlich ihr Ding. Das Pressing, den Gegner unter Druck zu setzen. Da gibt es ja kontroverse Diskussionen über Spielstil. Es ist erfolgreich, das kann man nicht anders sagen, sei es im Jugendbereich oder eben bei den Profis. Trotzdem gibt es immer wieder Kritik. Zuletzt Jens Keller, der sich deutlich geäußert hat gegen die Leipziger, der sich ein Freundschaftsspiel der U19 und U23 angeguckt hat zwischen den Leipziger Teams und ja, sagte sinngemäß, das wäre eine Katastrophe, wenn nur noch eine Idee vorherrschen würde, und das ist den Ball zu erobern. Es wäre kein Fußball mehr gewesen, es hätte was von Tennis gehabt, weil die Bälle noch hin und her flogen. Das ist natürlich eine Ansicht. Fakt ist, die Leipziger haben mit ihrer Art und Weise großen Erfolg, stellen große Mannschaften immer wieder vor Probleme. Und, das ist im Fußball so. Erfolg gibt am Recht. Langer Ball hier, Direktabnahme. Also Stuttgart zu jener Zeit vorgefährlich. Jetzt Klasse quergelegt und ganz platziert, abgeschlossen von Jimmy Caparros. 1-4.
Also es ist ein Statement. Wir wollen nicht zu hoch hängen, aber es zeigt, dass die Stuttgarter da sind, dass man nicht rechnen lässt. Und, sie werden eine gute Rolle spielen. Das ist schon traditionell so. Die Mannschaft hatte einen Schock zu verkraften. Denn ihr Trainer Heiko Gerber wurde zum 1.1. mit einer anderen Aufgabe betreut. Es gab einen Trainertausch. Kai Oswald ist mittlerweile zuständig für die U16. Er war U19-Trainer und Heiko Gerber, eigentlich für die U16 zuständig, ist in die U19 gewechselt. Gründung kann man nur mutmaßen. Oh, das war ein Foulspiel von Christian Mistel. Also die Stuttgarter U19 im Abstiegskampf in der Bundesliga und ja, man kann nur vermuten, dass man einfach an neuen Reiz setzen wollte. Heiko Gerber hat exzellente Arbeit bei der U16 gemacht. Trotzdem vertraut man Herrn Oswald weiter. Doch er hat ja über Jahre toll gearbeitet beim VfB und deswegen wurde er auch nicht entlassen, sondern die Mannschaften wurden einfach getauscht. Das ist eine klare Aussage vom VfB. Kai Oswald spielt ja unter anderem in seiner aktiven Zeit für den VfB Stuttgart, für Hansa Rostock und Hannover 96. Machte insgesamt 73 Bundesligaspiele und durfte sich sogar zweimal das Trikot der deutschen Nationalmannschaft überstreifen und spielte mit dem Adler. Ach, das ist ja immer wieder ein ehemaliges Treffen hier. Viele ehemalige aktive Profis, jetzt Trainer der Jugendmannschaften. Auch das macht natürlich dieses Turnier aus. Oliver Bias, der macht einen guten Eindruck und das macht er ganz genau mit der Bande. Unkonventionell, aber erfolgreich hier geklärt. Immer wieder die langen Abwürfe, die Kontrolle und dann ist hier ein Eirich. Die Auslosung für diesen Turnier fand ja in Leipzig statt. Traditionell beim Cup-Gewinner Lukas Klostermann. Einer der Protagonisten. Ja, zur Zeit dabei sich zurückgekämpft nach einem Kreuzbandriss, dem er bei Olympia in Rio einen starken Auftritt hinlegte. Langsam 90 Sekunden vor Ende der Partie können wir, glaube ich, die drei Punkte auf die Habenseite des VfB verbuchen. Das wäre jetzt schon nochmal Spektakel pur, wenn die Leipziger hier noch auf 4-4 ankommen würden. Wieder der lange Ball. Also es ist natürlich auch wenig Fußball dann zwischendurch von Stuttgart. Immer wieder diese langen, tiefen Bälle suchen. Auch da gibt es natürlich diese Regeländerung, Diskussionen. Vorher war das ja nicht erlaubt, dass der Keeper den Ball über die Linie buxieren darf. Das ist der Hammer. Die letzte Spielminute wird präsentiert von Hammer. Die Fachmarkt für Heimausstattung im Industriegebiet Lübeck. Geht noch alles uns? Komm alles auf den Regen. Ich höre so wenig. Jetzt versuchen wir hier schon eine Tendenz fürs Turnier abzuleiten, der ist völlig schief gewickelt, wir haben das immer wieder erlebt. Spieler lernen wir kennen, ja, aber Mannschaften und ihre Stärke, das sehen wir erst morgen. Das sehen wir erst dann, wenn es wirklich losgeht. Nochmal Freistoß für die Stuttgarter. 15 Sekunden noch auf der Uhr.
Es bleibt bis zum Schluss ein intensives Duell. Klasse mal über die Bande gespielt. Tolle Parade hier von Florian Schock im Tor. Beistoß hier und Schusspfiff. Der VfB Stuttgart gewinnt mit 4:1 gegen Rasenballsport Leipzig. Wir melden uns gleich in der Gruppe 3 zurück. Kommen aber vorher zu einem besonderen Highlight, mit dem wir uns gleich zurückmelden. Bis gleich.